Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Aktuell könnt ihr die neue Muscle & Fitness Ausgabe Oktober 2016 käuflich erwerben. Und ja, natürlich rate ich euch, dies zu tun. Mitunter, weil sich darin mal wieder eine neue Veröffentlichung von mir befindet mit einem wirklich sehr, sehr spannenden und praxisrelevanten Thema. Das Thema lautet BCAA oder EAA. Was ist sinnvoller? Ich möchte euch natürlich mit diesem kleinen Clip animieren, euch das Ganze wirklich zu holen und euch den Bericht durchzulesen. Möchte euch aber schon mal die Highlights meines Berichts zum Besten geben. Ich habe diesen Beitrag schon vor etlichen Monaten geschrieben. Ihr wisst vielleicht, dass die Verlegung oder dass die tatsächliche Erscheinung von so einem Beitrag und auch von anderen Berichten in der Muscle & Fitness immer einen bestimmten Vorlauf von ein paar Monaten benötigt. Und aus diesem Grund ist dieser Beitrag, den ich geschrieben habe, tatsächlich auch schon einige Monate alt. Ich musste ihn mir selber erst nochmal durchlesen, als er dann wirklich erschien. Und ich finde ihn einfach gut und ich finde ihn einfach absolut nach wie vor zeitgemäß und er passt momentan einfach in mein Thema. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte einfach mal nochmal darstellen, wie, wann, wofür sich die Verwendung von BCAA tatsächlich eignet. Natürlich bin ich fündig geworden. Ja? Also BCAA ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist totaler Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Eine wirkliche Eignung für BCAA ergibt sich aus der Konstellation hypokalorische Versorgung, vielleicht auch schlechte Aminosäure- und Proteinversorgung und intensive körperliche Belastung. Also immer dann, wenn ihr den Proteinabbau, die Proteinabbaurate willentlich fördert, dann, dann ist die Chance groß, dass ihr mit BCAA wirklich, dass ihr von denen wirklich profitiert. Übertreiben sollte man es mit BCAA auf keinen Fall. Ich habe das schon in meinen jetzt inzwischen bereits veröffentlichten Beiträgen schon genannt, um was es mir dabei immer wieder geht. Es geht um Aminosäureungleichgewicht, es geht um Dysregulation des Aminosäurestoffwechsels, es geht um Tryptophanverarmung und, was ich auch hier jetzt in diesem Artikel genannt habe, es geht auch um Tyrosinverarmung. Tyrosin ist zwar eine nicht essentielle Aminosäure eigentlich, wird aber synthetisiert aus mitunter Phenylalanin und die wiederum ist eine essentielle Aminosäure. Bestimmte Aminosäuren lassen sich, wenn es um den Übertritt ins Gehirn geht, von den schnellen BCAA überrumpeln, schaffen es dann nicht in nennenswerter Menge den überzutreten und dann kommt es zu einer Verarmung. Im Falle Tryptophan kann das zu Serotoninmangel führen, im Falle Tyrosin kann das den Schilddrüsenhormonspiegel teilweise negativ beeinflussen. Das ist mal so die Seite, wo ich wirklich am Kämpfen bin, liebe Leute, dass ihr wirklich merkt und versteht, dass es keinen Sinn macht, zu viele BCAA, zu viel Leucin und so weiter alles in sich reinzuballern. Das ist sinnlos. Was in diesem Beitrag auch noch eigentlich erstmalig genannt wird von mir, ist die Eigenschaft von BCAA, einen bestimmten Enzymkomplex zu aktivieren, der Leucin sogar verstärkt abbaut. Also unser Körper kämpft gegen ein Überaufkommen an Leucin. Da werden bestimmte Enzyme frei und die bauen dieses Überaufkommen einfach dann wieder ab. Nicht zuletzt habe ich in meinen Beiträgen auch schon des Öfteren beschrieben, dass hier mit zu viel Leucin, ganz normal auch die Insulinrezeptorik mit betrifft, weil es eine insulinogene Aminosäure ist, auch Insulinresistenz fördert. Vorsicht also, liebe Leute, das ist wirklich ein nachhaltiges Problem. Also, im Bericht dargestellt, die Vorzüge von BCAA ganz klar bestehen nach wie vor, aber auch die Gefahren eines Überaufkommens mit BCAA und einer einseitigen Verabreichung von Aminosäuren. Dann habe ich angefangen, mich mit EAA zu beschäftigen. Und habe das Ganze eben so vorgestellt und zwei wirklich sehr interessante Beispiele konnte ich nennen. Man hat im Tierversuch bei Ratten
den Versuch gemacht, denen zwei verschiedene Futternäpfe quasi hinzustellen. Einmal mit einer kompletten Aminosäure-Matrix, mit einer kompletten EAA-Matrix und einmal mit einer EAA-Matrix, der zwei essentielle Aminosäuren gefehlt haben. Die Ratten, liebe Leute, haben sich immer für die vollständige Matrix entschieden. Muss jetzt nichts heißen, fand ich aber sehr interessant, wie instinktiv die Tierwelt sich schon das richtige Futter aussucht. Das zweite, was ich im Beitrag noch lesen oder noch feststellen konnte, dass man ja auch wieder Versuchstieren dauerhaft versucht hat, Leucin zu verabreichen. Die haben erstmal schon dadurch mit Muskelaufbau reagiert, aber halt einfach nicht dauerhaft, liebe Leute. Ja? Also auch da zeigt sich wieder, dass man einfach mit immer Leucin, immer mTOR, immer dieses ganze Aufbaudings eigentlich letztlich nicht wirklich dauerhaft etwas erreicht. Man muss es sinnvoll machen, man muss den Aminosäurestatus immer im Gleichgewicht halten. Und das ist, liebe Leute, eigentlich die Kernaussage. Letztlich ist es so, dass ihr für eine vollständige Proteinsynthese oder für die Proteinsynthese-Maximierung nur EAA benötigt. Dass diese aber eigentlich insgesamt und dauerhaft und auf lange Sicht gesehen die bessere Alternative darstellen zu BCAA. Ich sage jetzt einfach mal, abgesehen von der gezielten Verabreichung unter den genannten Punkten in Verbindung mit wirklich intensiver körperlicher Belastung, wenn es um Proteinabbau geht und wenn das Ganze auch unter hypokalorischen Bedingungen stattfindet. Ja, Leute, meine Meinung zum Thema BCAA oder EAA und zum gezielten Einsatz von essentiellen Aminosäuren in einer bestimmten Matrix, die festigt sich mehr und mehr. Lest euch das Ganze durch, bildet euch eure eigene Meinung zu der ganzen Sache. Schreibt mir, kommentiert mir. Ich bekomme Gott sei Dank schon immer wieder gutes Feedback von euch. Macht das auch weiter. Schreibt mir auch weiter, wenn ihr noch bestimmte andere Fragen zu dieser ganzen Thematik habt. Wie ihr wisst, ich bin da momentan wirklich stark dahinter und vertieft werde das Ganze auch noch weiter vertiefen. In diesem Sinne, Muscle & Fitness, Oktober 2016. Schaut rein, lest euch meinen Artikel durch und gebt mir Feedback. Bis dann.